So, da sind wir auch schon. Also weiter geht's. Wo muss ich denn jetzt hin? Ah ja, springen kann ich ja auch, ne? Stimmt ja. Da vielleicht? Das war nicht sehr intelligent und nicht sehr förderlich. Das tat weh. Ah, da hinten ist Lebensenergie. Aber wie komme ich denn wieder hier rauf? Gar nicht, oder was? Ich würde am liebsten hier bleiben. Hier ist schön. Hier ist viel Licht. Und da ist so... kommt man denn anders nicht hier hin? Ich würde gerne mal ausprobieren, ob man anders auch hinkommt. Nicht, dass da hier unten uns irgendwas erwartet, weil ich würde gerne da oben zu diesem Lebensdingen da mal hin. Weißt du, er kann nicht schwimmen. Er kann nur hüpfen unter Wasser. Ja, kann man schon die ganze Zeit auf dem deutschen Profil spielen. Also zumindest CD-Version. Weiß ich ja nicht, ob du Download-Version ist oder CD. Also kann man spielen, ja. Wie kommt man denn da hin? Ah, da kommen wir gar nicht mehr rauf jetzt, ne? Oh, nee, oder? Oder? Warte mal. Doch, kommt man noch. Hallo? Ich klemme. Nein, kommt man nicht. Verdammt, scheiße. Nein, müssen wir wieder klettern, oder was? Ich sehe aber auch so gut wie gar nichts hier. Hallo? Hallo? Spring doch mal. Wofür war denn die andere Leiter? Die waren noch mehrere Leitern gewesen, oder? Leiter, Leiter. Komm ich weiter. Mit der Leiter komme ich weiter. Und es macht mich immer heiter. Denn da komme ich weiter. Warte mal, da hinten irgendwie... Ach, egal. Ach cool, hätte ich schon mal Bock drauf. Ja, der liebe Bananenbrot, der würde ja gerne mal Dying Light im Stream mal wieder spielen. Der würde gerne mal wieder im Stream Dying Light spielen. Ich habe es jetzt vor kurzem auch wieder installiert. Und da können wir ja mal zusammen mal irgendwas machen, bestimmt. Ich schau mal, ob man hier abkürzen kann, ob das geht. Ob ich das schaffe? Ja, sehr schön. Da brauche ich oben gar nicht lang laufen. Okay, dann gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, auf dass es gut wird. Erstmal hier gucken. Okay, die Tür ist zu. Alter Finne. Ja, da ist auch so ein Ding. Ja. Erstmal Fisten. Fäkalschlacht im Darmschacht. Wird auch kein Mitkommen. Ja, können wir ja machen. Wie gesagt, soll ja sowieso so ein Community-Dingen werden mit Dying Light. Was passiert denn jetzt? Soll ich vielleicht hier raus jetzt oder wie ist das? Alter, ich wusste es! Was? Wollte mich verarschen? Oh, Alter! What happened? What did she do? Come on! We gotta get her out of there! Holy shit!
heartbeat of VO2 surplus. She's seeing the tunnel. She really didn't want Akers following us to Omicron. Ah, oh, shit, she's fucking hurt. Her suit is leaking. We have to get her to Omicron. Shit, it's bad, real bad. Oh, fuck, no! Chill dein Leben, Alter! Du kannst ja gar nichts! BH-Experte. Erstmal willkommen zu Let's Play Live Show. Ein schicker Name übrigens. Wie geht das denn ab? Alter, krass, ne? Wann würdest du denn die Summe mit mal zocken, wenn du Zeit hast? Ich würde gerne. Wie wär's mit Sonntag oder so? Warte mal, stand Sonntag was an? Ich muss mal jetzt überlegen. Wenn man nicht Single ist, muss man immer überlegen, ob Sonntag was anstand, ne? Ist ja so. Ja, ich denke mal Sonntag irgendwann, dass wir das Sonntag mal machen. Ne? Dann kommst du mal in eine Party, oder kommt ihr mal in eine Party und dann kommt der liebe Bananenbrot wahrscheinlich auch mit dir. Da hab ich schon auch Lust, mal das zu sehen. Boah, Alter. Ich brauch gleich eine Valium. Oder Baldrian 500. Glaube ich hier richtig? Ich weiß gar nicht. Oh, Fischlein. Ich geh mal hier lang. Was ist das denn? Alright. Let's find Omicron. Aha. Cool. War schon geil gemacht, also muss man ja lassen, ne? Was soll denn das sein? Namens Schnoggi und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Stromausfall. Na, war ja irgendwie klar. Das heißt, wir müssen erstmal Strom einschalten, um hier was tun zu können. Puh. Boah, wie gemein, wie der da stand, ne? Gerade da im Rohr. Alter, Finde, da hinten leuchtet auch was. Ich gehe erstmal da lang. Obwohl, der Weg wird uns wahrscheinlich dahin führen, deswegen bleibe ich jetzt einfach mal auf dem Weg. Ich bin gespannt, was wir hier tun müssen. Hey, guck mal, Bomberman! Hey, guck mal, Bomberman! Jawohl, Bomberman! Bomberman lässt grüßen. So. Kannst du noch mal schauen? Ich schütte mir da noch mal eben was ein, schnell nachschenken. So. Da leuchtet was, da leuchtet was. Ich weiß gar nicht wohin. Das sieht alles so unheimlich aus. Ich will hier gar nicht sein. Ich will lieber irgendwo am Strand liegen, nicht unter Wasser. Ja, kann ich machen, auf jeden Fall. Ich schreibe euch nachher mal. Da ist eine Leiter. Mit der Leiter komme ich weiter. Ihr wisst ja. Die Frage ist, wo komme ich da hin? Nirgendwo anscheinend, oder? Oh doch. So, was haben wir denn hier? Manual over. Right. Ah ja. Erstmal weg damit. Das kann da unten reinfallen. Tschüss. Da ist offline Stromausfall. Schließen wir mal an. Okay, das geht noch nicht. Ja. Wo ist deine Handfeuerwaffe? Ich habe keine Flow. Flow, ich habe keine. Was steht denn da? Warning, bevor... Vor dem Fluten sind die Ventile zu öffnen und die Pumpen anzuschalten. Ah ja. Vor dem Fluten. Das ist also Fluten. Die Pumpe einzuschalten und die Ventile zu öffnen.
So, Pumpe, da oben, Pumpe. Da komme ich aber nicht dran, da kann ich nichts tun. Das heißt, erstmal die Pumpe und die Ventile. Hier. Das geht nicht anscheinend. Kann ich da was drücken? Nein. Hier vielleicht. Und willkommen zur Let's Play Live Show, Flo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Pumpe! Geht auch nicht. Ja, es wäre zu einfach gewesen. Hab schon die Hosen voll. Ich auch, BH-Experte. Ach, da komme ich gar nicht hin. Okay. Ja, da können wir anscheinend hier noch nichts machen. Oder können wir hier, warte mal, können wir den Knopf drücken? Warte mal. Ah, jetzt. Jetzt vielleicht? So, jetzt den Pumpe einschalten. Sehr schön. Will ich das? Okay, und dann können wir jetzt fluten. Los geht's. Wie ist es bisher? Reicht hier der Gesichtsausdruck? Also, ist schon geil. Also, muss ich sagen. Hut ab, also, puh. Guck mal, Spinde, wir sind bei Outlast. Kann ich mich drin verstecken? Was? Was war das? Ich geh mal eben nach oben, oder? Ja. Was war denn das? Kann ich aus dem Fenster gucken, was das war? Warum kann man denn hier oben hin? Hat der Flexi etwa Angst? Wie kommst du darauf? Nein! Ich meine, das war ein Husten. Ah, Stromausfall. Sir? Sir? Prost zusammen! Ich kann ihn nicht erkennen wie die anderen. Mhm. Also ist er vielleicht was Besonderes? Kann das sein? In die Spinne, in die Schränke gucken? Ach, erst von unten anfangen. Ganz wichtig. Dann brauchen wir die nämlich nicht wieder zumachen. Okay, da ist nichts drin. Da ist Stromausfall. Dahinter steht nichts. Huch! Nein, wollte ich nicht! Hallo! Geh mal! Hallo, geh mal wieder! Sollst mal wieder... Nein, du sollst wieder da dran! Geh wieder da dran, du! Geh doch! Scheiße! Scheiße! Fuck! Wie drehe ich das denn jetzt? Warte mal, So. So, jetzt stelle ich das da hin. So, dann weiß ich ungefähr... So, Source, da sind Knöpfe. Ah, ja. Das scheint ein Rätsel zu sein. Da müssen wir gleich mal gucken. Warum liest du nicht meine Nachrichten? Welche Nachrichten? Natürlich lese ich deine Nachrichten. Weckstuhl. Welche Nachrichten lese ich denn nicht? Natürlich lese ich deine Nachrichten. Selbstverständlich lese ich die Nachrichten. So, das mache ich nicht. Wir sind gut drauf. Catherine? What? There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work.
Jetzt weiß ich, was du meinst, Affengeiser. Ich hab dich gerade so ein bisschen überlesen, das stimmt. Thanks. Ich weiß, wo deine Tür steht. Noch zweimal baden und dann ist Weihnachten. Kat, how are you so okay with all this? With what? Flow. Talking box. Flow, das ist ein Horrorspiel, ja. Being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Mm-hmm. Oh Mann, ich habe das noch vor mir. Why do you think I was made? Why would this AI, the wow... Ich habe selber Angst zu zocken. I don't think you could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Hallo, Pinker Schlumpf. Or life, for that matter. Sie sagt ja gerade, oder er fragte gerade, warum gerade der Vau oder die Vau ihn hingebracht hat. Catherine, ne? Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. The world sure does. Kann es sein? I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. And not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Kann es sein? Wie viele Windeln? Ich habe schon jede Menge Windeln gebraucht. Schon, wie wir angefangen hatten, habe ich schon eine verbraucht. Direkt am Anfang. Da kam erstmal die Kackwurst raus. Alter Schwede, gibt es hier sowas wie Punkte? Wie meinst du das mit Punkte? Kann es sein, weil er fragt ja gerade, warum zum Teufel er warum die Vau gerade hierhin gebracht hat. Kann es sein, dass sie die Vau ist? Ich hatte gerade eine Sprechblase gehabt. Wo ist die hin? Hallo? Wo ist die Sprechblase hin? Hallo? Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Omicron. Okay, geht's jetzt gar nicht mehr? Okay, ja. Dann müssen wir mal gucken. Um Gottes Willen, wo müssen wir denn hin? Ach, da unten. Wegen Song Requests zum Beispiel. Nee, also du meinst jetzt im Stream hier, im Chat. Nee. Nee, gibt's nicht. Okay. Ach du Scheiße. Ach, das geht kaputt? Ja, das ist ja super. Das finde ich ja klasse. Ach so, ist an. Oh, warte mal. Kann ich das dann nochmal machen? Was, wenn ich ausmache? Huha. Huha. Oh, hallo Framerate, schön, dass du da bist.
So, was haben wir denn da? Blackbox-Status, Omikron-Besatzungsstatus, Julia Dahl offline, Lisa Cameron offline, 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 alle sind so offline. System-Updates, Zeitstempel, 9.10.2098, Anmerkung, aktiver Blackboxes, Failsafe. Anmerkung, Erweiterung, Preiskalibrierung, Diagnosewerkzeug für Post-Impact, Notfallplan. UU78VAU-X77 drücken. Anmerkung, für Wiederinbetriebnahme des Krans benötigtes Zeug. Jetzt liegt alles an Allen. Anmerkung, unnötige Sicherheitsupdate für die paranoiden Laborratten. Tote Leute beißen nicht, das stimmt. Was ist das für ein Spiel? Das ist Soma. Soma, das Horrorspiel von den Amnesian-Machern. Von Frictional Games. Funkpufferspeicher. Bibber, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do that stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom with Theta.